Willkommen zurück zu Nintendo Land. Weiter geht's mit Takamaru's Ninja Castle, einem sehr unbekannten Ninja-Spiel für das NES, welches nur in Japan erschienen ist. Selbst dort kennen es nur wenige, aber wir kennen es hier noch weniger. Das Spiel, es heißt noch nicht mal irgendwie Takamaru, sondern ganz anders. Ist aber auch egal, denn es hat ohnehin gar nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Wir halten das Wii U Gamepad, werden wir gleich sehen, wieder so komisch senkrecht wie bei F-Zero. Hallo, das bin ich, der Ninja Master schlechthin. Wir halten es so aufrecht, ja, mit dieser Aufrichtung spielen, ja, alles dufte. Und jetzt halte ich so, ihr seht's, links das Gamepad, so halte ich es die ganze Zeit vor mir hin. Und mache das Ganze mit dem Stylus, mit dem Touchpen. Und baller so auf die Trommel. Das ist so ein bisschen zur Ausrichtung und jetzt können wir uns die ganzen Unholde schnappen und die mit Schuriken bewerfen. Aber ich sag persönlich lieber Wurfsterne, weil es sind für mich Wurfsterne. Das kann man auch schöner und schneller und geiler machen, als ich es tue. Aber ich will ja gar nicht der Allerbeste sein. Keiner vor mir war. Sondern ich will hier einfach nur, ja. Wir haben 50 Stück. Jetzt musste einer entkommen, weil wir halt auch nur ein Mensch sind. Ganz lustig auch. Ich habe das eben schon mal aufgenommen, das Ganze. Beziehungsweise ich habe es kommentiert und gezockt. Und nach 10 Minuten fällt mir auf, verdammt, du hast gar nicht Aufnahme Start gedrückt. So etwas belämmert es aber auch. Wo sind wir denn jetzt hingeraten da? Hier sind irgendwelche Töpfe, da sind Herzen drin oder Items oder wie auch immer. Ja, und ich fahre halt immer wieder mit dem Stylus über das Wii U Gamepad und feuer so meine Wurfsterne ab. Und die Gegner haben auch teilweise, können sich wehren. Kann ich mir gut vorstellen, weil wenn man permanent irgendwelche, ja, ganz kniffligen Wurfsterne irgendwie in die Seite oder in den Bauch bekommt, irgendwann sagt man dann, nee, Freundchen, so nett. Was soll das? Dafür kriegst du keinen Friedensnobelpreis. Und das wäre der erste Level, oder wie sieht's aus? Ja. 3 von den blauen haben wir verschont, aber das ist... Ich krieg nicht alle. Wahrscheinlich ist es im ersten Level noch machbar, alle zu kriegen. Und hier, wunderschön, Kirschblüten, pinke, sonst was. Da. Nicht, ihr werdet nicht entkommen. Ansonsten ein weiterer Beweis dafür, wie man das Wii U Gamepad einsetzen kann. Das Spiel an sich finde ich so, naja, ich hätte es nicht gebraucht. Aber wir nehmen es zur Kenntnis. So schlecht ist es nicht. Ne, ist nicht schlecht. Nee. Es geht nur irgendwie ins Handgelenk. Man macht halt immer nur dieselbe Bewegung. Ja, Gott. Das tanzt hier da auf den Dächern rum, du. Das darf nicht wahr sein. Ein Herzchen haben wir schon verloren. Irgendein Lappen hat uns getroffen. Nimm dies, wie die schon aussehen, ne? Ich würde so ein bisschen das Originalspielen schon interessieren, wie das aussah, was das war. War das sowas wie Ninja Gaiden oder was? Ist auch egal. Das Spiel hier, Takamaru's Ninja Castle, hat wohl keinen Bezug mehr zu diesem Originalspiel. Was ist los, ihr Kerlchen? Jo. Nein. Das sind Tonbomben, was die nach uns werfen. Ich habe schon gedacht, was ist das? Aber das sind Tonbomben, weil diese Fähigkeit, sie selbst zu werfen, die bekommen wir bald. Und jetzt erstmal hier den Oberninja mit dem schwarzen Gürtel, hätte ich schon fast gesagt, mit dem schwarzen Anzug. Warum verträgst du so viel? Da, zack. Da, bam, bam, nimm dies und das und irgendwas. Damit haben wir ihn platt gemacht. Naja. Gute Rate, aber trotzdem. Könnt ihr mich hören, Meister? Meister Markus, bitte. Spreche ich in Gedanken zu euch. Wow, zu 32.000 Abonnenten. Auf euch warten werden nicht leicht zu bestehen sein. Ihr sollt nun das Geheimnis der Schriftrollen erfahren. Dann her mit dem Geheimnis. Findet diese Schriftrollen im Kampfe. Ja. Zeichnet dann einen Kreis auf dem Touchscreen, um sie zu aktivieren. Okay. So könnt ihr jene Tonbomben einsetzen, die auch eure Feinde verwenden. Wie eben schon mir erwähnt. Habt ihr verstanden? Zeichnet einen Kreis, um Tonbomben einzusetzen. Ich habe verstanden. Sobald ich Schriftrollen gefunden habe, kann ich Tonbomben einsetzen, indem ich einen Kreis zeichne. So, bam, 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 bam. Und jetzt Kreis, Tonbomben und bam, 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 bam. Zack, zack, zack. Knallbum, peng. Alle sehen wieder alt aus. Das war der Level.
So schnell kann man hier alles wegbomben. Trifft die Trommel. Es geht ja ganz schön aufs Trommelfell hier. So, was ist hier schon wieder los? Ihr nervt. Ihr seid nicht lustig. Ihr seid... Das ist nicht schön hier. Ist nur die Frage, will man die Trommeln einsetzen oder... Oha! Dann für euch schon. Ja. Und jetzt weiter im Text. Ja, es ist ein bisschen einseitig zwar schon, aber es macht dennoch Spaß, das kann man schon so sagen. Es wird auch schwieriger, aber es wird auch irgendwie nerviger. Ich sag mal, ein mittelmäßiges Minispiel. Es gibt bessere. Na, vielleicht gehört es auch zu der schlechteren Hälfte, sagen wir es mal so. Aber ganz lustig anzusehen, oder? Wenn es gefällt, Daumen hoch nicht vergessen. Und damit kriegst du jetzt wieder... Das bringt hier nichts, ne? Doch! Ich kann nicht umkegeln! Wie als wären wir hier auf der Bowlingbahn. Nee, das lässt du mal bleiben. Ich habe auch nur noch ein Energie-Dingsbums, ne? Das ist gleich weg, wenn es so weitergeht. Nein, mein Freund. Alles okay, noch bin ich... Alles ist cool, noch. Hör mal auf, das zu werfen da. Das ist unerträglich, hey. Sollte sich etwas schämen? Oh. Das war ein bisschen... Ah. Was wird das, wenn es fertig ist? Ich hoffe, den Level habe ich bald. Und in der Tat, so ist es. Tja, nicht so gut abgeschnitten, aber... Ist mir jetzt total Latte. Dem, dem, dem. Die arme Trommel. Kostet auch Geld. Geht ganz schön ins Geld, sowas. So, ihr Hübschen. Was macht ihr denn? Ich kenne es soweit noch gar nicht. Ich will irgendwas Mystisches aktivieren, ne? Aha. Ich mach dich irgendwie kalt. Wie besiege ich dich? Auf jeden Fall Tonbomben abwehren. Muss ich da irgendwie rein? Die sind alle hängen geblieben. Okay, ich gebe mein Bestes. Ja, einfach immer feste Truff. So eine Art Endboss soll das wohl darstellen. Soll mir recht sein. Kriegst du was ins Face? Nee, da willst du hin. Ja, alles cool hier. Da, nimm dies. So. Besiegt. Was? Wie? Wurde ich getroffen? Von was denn? Was war denn da irgendwie im Weg? Aha. Kann ich jetzt nochmal da fortsetzen oder muss ich jetzt wieder ganz von anfangen? 2900, das gibt Silber, damit kann ich leben. Stempel. 10 Paraden. Mach doch mal ein Päuschen. Na gut, das Spiel ist gut, aber ich muss euch sagen, mich motiviert es nicht auf Dauer. Und deswegen höre ich damit jetzt auch hier auf. Wenn es gefällt, Daumen hoch und schreibt eure Meinung zu dem Spiel in die Kommis. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Also Freunde, bis dann und ciao. Ach nee, Freunde, wir machen doch noch ein bisschen weiter. Ich habe mir gedacht, vielleicht gehen wir nochmal in den Turm. Und wir machen nochmal das Münzspiel, um neue Geschenke abzusahnen, weil das erfreut euch ja immer. Und deswegen, ja, weil es halt noch nicht so lange ist, dann machen wir halt hier nochmal, weil sonst ist der Part ja wirklich ein bisschen zu kurz. 100 Münzen haben wir schon wieder gesammelt. Wie kommt das denn, ey? Wie komme ich an so viel Geld ran? Zäh, typisch YouTube-Partner. Hat Geld und weiß gar nicht mal, warum. Okay, komm. Man muss doch da in die Dinger reinkommen mal. Okay, jetzt noch der ganz linke. Und schwupps, ist der Fisch rasiert? Nein. Keine rasierten Fische in dieser Situation. Bam, 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 bam. Irgendeiner kommt schon rein. Jawohl. Und jedes Mal gibt es ein Geschenk. Man kennt das schon. Ich habe es ja schon 2-3 Mal gezeigt, ne? Oh, hast rein. Habt ihr das gesehen, wie es zu funktionieren hat?
herrlichst. Also bei diesem Pixel 8-Bit-Spiel möchte ich mich eigentlich nie so lange aufhalten. Eigentlich will ich immer nur die Geschenke zeigen, aber ja, dann ist dem halt so. Oh, Junge. Komm schon, geh rein da. Tu was, mach was. Hilft alles nichts. Ich hab keine Geduld. Geduld. Ich hab nur ein Geschenk und hab schon die Hälfte der Münzen fertig. Was geht denn hier ab? Das ist aber auch ein blöder Parcours. Jetzt haben wir es doch, mein lieber Herr Gesangsverein. Was zum Teufel in Gottes Namen? Bim, bim. Oh nee, die fallen so schnell raus. Da muss man schon zielen. Hilft alles nix. Chip, chip, chip. Nee, nee. Ah, es ist doch zum Knochenreiern. Ja, und jetzt noch der in der Mitte irgendwie. Haben wir es. Haben wir es. Drei Geschenke sind im Sack. Ich glaube, das ist schon ganz okay. Das kriegen wir aber auch noch. Ja! Es sieht gut aus! Es sieht gut aus! Dann will ich jetzt auch 5 haben. Da will ich jetzt auch 5 haben. Bam, bam. Ja, das ist gar nicht so ein Ding noch in Möglichkeit. Wenn man glauben könnte. Nee. Was springen die denn wieder hoch? Das sehe ich ja jetzt erst. Ich habe gedacht, die Stages wiederholen sich immer wieder, aber das hatten wir scheinbar noch nicht, weil... So, Gummibälle da. Okay. Boah, nur noch... nein. Das geht nicht. Ah, doch. Wir haben noch 2, um die irgendwie dahin zu bringen. Aber wie? Aber wie? Genau deswegen habe ich da meine Zweifel. Ach, verdammt. Na gut, ganz knapp. Übrigens, die Dinger bleiben gespeichert, also wenn ich das nächste Mal damit anfange, dann bleibt das so. Also, dann brauchst du nur noch eine Münze einlochen. Hier, die ganzen Geschenke immer für die Jukebox. Warum? Was haben wir hier für Musik? Irgendwas mit Pikmin. Gut. Pikmin. Gut. Lass mal die Mucke gerade mal so laufen. Was ist denn das? Achso, das ist die Alge von Octopus. Oh. Sonst keine Probleme hast. So. Wir hatten 4 Stück. 2 haben wir aktiviert. Das dritte liegt hier. Und das ist... auch auf den ersten Blick eher banal. Hätte ich irgendwann überall verteilt, um Schwierigkeit zu bringen. Du hast zwar keine Reifen. Ach, die sind von F-Zero. Ich mache mal freundlichere Atmosphäre hier. Die sind von F-Zero, die komischen Dinger. Ha. Und das ist die letzte Kiste für heute. Was haben wir hier? Auch nicht besonders... Stachel. Stachel? Auf dem Boden aus, sondern der Wagen verspürt keinen Schmerz. Da ist ein Yoshi-Ei abgebildet, oder? Stammt das vom Yoshi-Minispiel? Okay, Freunde. Übrigens, in Donkey Kongs Crash Course zweiten Part wird es auch noch geben, weil... Weil, Ausrufezeichen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Nochmal Verabschiedung. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.